So, herzlich willkommen meine Krieger und Krieger zurück zu Black Mirror. Schön, dass ihr wieder einschaltet. Black Mirror 1, muss man dazu sagen. Boah, ich hätte gerade beinahe den Riesenfehler gemacht, dass ich nicht die Bildschirmaufnahme gedrückt hätte. Gut, egal. Freunde, hier ist ein Fleck, auf den wurden wir hingewiesen. Okay. Das sieht aus wie ein Symbol. Eine Rune vielleicht. Eine das Rune? Das sollte ich irgendwie festhalten. Ja. Das sieht aus wie ein Symbol. Eine Rune vielleicht. Das sollte ich irgendwie festhalten. Allerdings, mein Lieber. Okay. Oder soll ich das jetzt... Ist es ein Hinweis an mich? Ich habe gerade nichts zu schreiben da. Okay. Das merken wir uns. Oder hast du das jetzt irgendwo aufgeschrieben? Todesanzeige, Landgut, Bonbons. Nee, hat es nirgendwo. Okay. Schauen wir mal weiter. Ich würde, glaube ich, nochmal mit dem Haus... Wir haben doch noch nicht alles mit ihm durchgesprochen. Mit unserem Butler, oder? Jetzt ist er weg. Teufel, der. Okay. Also wir brauchen diesen Schlüssel. Lass uns mal mit Hermann reden. Heute wird er mir nichts mehr sagen. Morgen werde ich ihn zu Hause besuchen. Okay, wir haben irgendwie noch nicht alles gefunden, was wir finden sollten. Ich meine, was immer eine Möglichkeit wäre, wäre noch die Ländereien, um unsere Villa herum zu erkunden. Das wäre immer eine Option. Schauen wir mal, ob sie nochmal mit uns reden möchte. Sie war Victoria, sie ist ja so ein bisschen pisst. Verstehe ich nicht. Ich sollte Victoria jetzt in Ruhe lassen, nachdem ich sie gekränkt habe. Ich entschuldige mich später. Ja, weil du so ein guter Mensch bist. Meine Güte. Ah, merde. Geh mal hoch. Er braucht immer sehr lang. Er könnte ein bisschen schnellere Treter haben. Ich habe keine Ahnung, worüber wir sprechen sollten. Ich auch nicht. Jetzt ist es hier super gemütlich, mein Freund. Abgeschlossen. Soweit ich mich erinnern kann, enthält sie nur ein paar Kleinigkeiten und eine alte Kamera. Aber wo habe ich früher den Schlüssel aufbewahrt? Ich werde mich im Zimmer umsehen. Er muss hier irgendwo sein. Okay. Es ist voll mit klarem Wasser. Da ist noch genug Wasser im Becken. Ist immer wichtig. Er sorgt sehr für seine, dass er saubere Hände hat. Da ist er sehr akribisch hinterher. Gut, wo würde man sowas verstecken? Ja, funny. Es gibt nichts zum Anklicken. Pillen? Safe hat den Schlüssel für die untere Schublade in der oberen Schublade versteckt.
Ja, das, was halt auffällig ist, haben wir halt auch schon angeklickt, gell? Hier aber bei den Dachbalken vermutlich nicht. Irgendwo dort hinter den Brettern? Auch nicht. Der Türrahmen. Oben. Da? Da kann ich nichts sehen. Er ist zu hoch. Da kann ich nichts sehen. Er ist zu hoch. Ja, dann nimm doch den scheiß Stuhl. Hä? Bruder, jetzt. Nichts dabei. Da oben ist irgendwas. Meine Hände sind sauber. Ja, ich weiß, Alter, aber... Da ist irgendwas. Jesus, Maria und Christoph, du stellst dich aber auch manchmal quer, ne? Aber das weißt du vermutlich selbst. Ist das... Ach so, da können wir nicht hin. Puh. Ich kann noch mal hochgucken. Das ist jetzt die erste Geduldsprobe, Freunde. Die erste Geduldsprobe, die auf uns wartet. Finden wir hier wieder raus. Hier ist nichts. Was ist das? Auf der Unterseite befindet sich ein kleiner Schlitz. Münze reinwerfen. Hä? Das war's. Das ist doch jetzt nicht alles an Info, die du da raus... Also manchmal... Nur Asche. Cool. Nur Asche. Sicher? Was ist da drin? Nur Asche. From Ashes to New, mein Freund. Tolle Band. Viele Truhen. Ohne Schlüssel. Grrr. Ich hatte gehofft, also steht ja auch ein Stuhl unten. Mein Gott, der ist aber auch ein bisschen, manchmal ist er, naja. Ja, jetzt bleibt mir nur noch die Küche. Man könnte nochmal mit dem Gärtner reden und mit dem Dude, der sich um unsere, ja, den Stallburschen. Stallbursche, der ist ja auch schon älter. Stallknecht, ist das der richtige Begriff? Dem könnte man auch nochmal quatschen. Und ansonsten müssten wir halt raus zu den Ländereien und dort suchen. Okay, da ist unser Butler. Bates. Bates. Brauchen Sie etwas, Sir? Ich habe eine Frage an Sie. Gewiss, Sir. Was ist mit Victoria? Bates, ich habe Victoria etwas Unangebrachtes gesagt. Meinen Sie, sie wird eine Entschuldigung annehmen? Aber gewiss, Sir. Madame hat ein mildes Herz.
Aber wenn ich Ihnen einen Rat geben darf, Sir, entschuldigen Sie sich so bald wie möglich. Okay, weil, ja. Warum ist der Eingang zum alten Turm versperrt? Madame hat mich angewiesen, die Tür zuzunageln, damit sie nie wieder an diesen Ort denken muss. Sie möchte nicht, dass Williams Arbeitszimmer betreten wird. Ich verstehe. Ich glaube, ich werde jetzt gehen. Ich wende mich wieder meiner Arbeit zu. Er sagt, mach's so bald wie möglich. Ja, dann gehe ich doch jetzt hin. Oder? Habe ich jetzt wirklich die Bestätigung von Bates dafür gebraucht, um mich zu entschuldigen? Ich sollte mich entschuldigen. Tatsächlich. Du bist schon auch ein wirkliches Genie, Junge. Darf ich dich kurz sprechen, Victoria? Natürlich, Samuel. Es tut mir leid. Ich möchte mich entschuldigen für das, was ich vorhin gesagt habe. Ich war vielleicht auch vorschnell mit meiner Antwort. Ich habe den Schlüssel zerstören lassen, damit der Turm nie wieder betreten werden kann. Vielleicht hatte William einen zweiten Schlüssel, ich weiß es nicht. Wo sind seine persönlichen Sachen jetzt? Ich weiß es nicht. Ich frag Herman. Ich möchte nicht darüber reden. Victoria, kann ich dich sprechen? Bitte entschuldige mich, Samuel. Okay. Ich bin nicht in Plauderstimmung. Falls du etwas brauchst, frag bitte Bates. Er wird dir gerne helfen. Natürlich. Ich kann ja später wiederkommen. Ich frage sie ein anderes Mal. Dann zu Herman. Ey, wir sind wie eine Brieftaube, gell? Rede mit Bates, rede mit Herman, rede mit Victoria. Rede mit dem Gärtner. Herman. Jetzt steht er woanders. Jetzt hat er sicher was zu sagen. Doktor, kann ich kurz mit Ihnen sprechen? Nur freilich. Ja, in Ordnung. Wäre viel lustiger, wenn er bayerisch reden würde. Ja, servus, natürlich. Das ist ja schon fast Schweizerdeutsch. Dr. Herman, Victoria hat mir gesagt, dass Sie Williams persönliche Sachen haben. Ja, das stimmt. Ich würde Sie gerne sehen. Aber sicher. Ich kann sie Ihnen zeigen, wenn Sie morgen zur Leichenhalle kommen. Ich weiß nur nicht, was Sie sich davon versprechen. Ich muss Sie aber heute sehen. Können Sie mir helfen? Heute? Na schön. Vielleicht können wir Folgendes machen. Ich werde jemand mit einem Paket für Sie zum Haupttor schicken. Reicht das? Perfekt. Optimal. Wann wird diese Person kommen? Ich schicke sie los, sobald ich wieder im Obduktionssaal bin. Sagen wir um 7? Ich warte am Haupttor, pünktlich um 7. Es ist sehr wichtig. Hoffentlich ist diese Person zuverlässig. Keine Sorge, sie wird gut bezahlt. Abgemacht? Danke, aha. Doktor. Um 7 muss ich unbedingt am Tor sein. Kann man das verkacken? Herman hat versprochen, dass der Bote Williams Paket um genau 7 Uhr zum Haupttor bringt. Ich muss pünktlich dort sein. Also kann man das verkacken? Kann man andere Aktionen durchführen, um das quasi zu verhauen? Da sind übrigens auch rechts unten, da waren Runen. Wahrscheinlich muss man die dann irgendwie drücken. Deswegen hat er auch so explizit gesagt, die muss ich mir irgendwie vermerken. Vermutlich wird man mehrere Runen finden und die muss man dann da möglicherweise drücken und irgendwas passiert dann. Er ist auch weg. Kann gar nicht einschätzen, wie viel Uhr es da gerade ist. Wie ging das nochmal so? Ich habe keinen Grund zu gehen. Okay. Aber wenn ich jetzt...
Wenn ich jetzt da Black Mirror drücke. Ach, dann werde ich hier ausgekackt. Okay. Na gut. Ja, dann schauen wir mal nach dem Gärtner, oder? Der wird sich ja hier irgendwo rumtreiben. Es ist schon ein weirder Haufen. Ah, er ist da. William mochte diesen Ort sehr gern. Er kam oft hierher, um zu malen. Und manchmal verbrachte er den ganzen Tag hier. Ach, wild, okay. Also nicht der Gärtner, sondern William, der Besitzer, hat im Gewächshaus gemalt. Das Schloss Black Mirror. Stark. Stark, Bruder. Okay, mit dem Mausoleum kann er nichts anfangen. Gibt hier anscheinend nichts. Ja, dann quatschen wir doch mit ihm, oder? Brauchen Sie etwas, Sir? Henry, dieses Bild hinter uns. Wann hat William das gemalt? Das ist lange her, Sir. Zu einer Zeit, als er noch in den Garten ging. Madame gab mir die Anweisung, es hierher zu bringen. Also habe ich mich darum gekümmert. Sir William war wirklich begabt. Finden Sie nicht auch, Sir? Ja, das war er. Ich will Sie nicht länger stören. Ich weiß nicht, worüber wir reden sollten. Okay, er war ein begabter Zeichner, aber... Die Info, die bringt mir doch jetzt im Prinzip gerade gar nichts. Hier ist nichts. Hä? Ich könnte schwören, ich habe Blut gesehen. Ich sollte besser eine von diesen Pillen nehmen. Ach so. Häcksler ist wieder sauber. Jetzt hat er sich seine erste Pille reingeballert, okay? Das kann ja heiter werden. Aber die Pillen sind noch da. Er ist leer. Keine Post. Er ist leer. Naja, im Zweifelsfall gerne mit irgendwelchen Leuten quatschen. Vielleicht doch nochmal mit dem Stallburschen, auch wenn ich nicht wüsste. Es ist schon auch ein weirder Kontrast. Zum einen die Totenköpfe, aber dann auch das Kreuz relativ häufig. Wo ist er überhaupt noch da? Aber es ergibt sich immer was Neues, ne? Also man kann immer über irgendeinen kleinen Scheißdreck mit den Leuten reden. Kannst du mich beachten? Hallo? Ich überlasse ihn seiner Arbeit. Achso. Okay, wir haben jetzt eine unserer Pillen genommen. Ich schau mal in den Garten hinter... Möglicherweise ergibt sich dort was. Ich glaube es aber nicht. Aber Freunde, für heute verabschiede ich mich tatsächlich. Wir sehen uns morgen wieder zu Black Mirror. Ich freue mich sehr drauf. Haut rein, euer Odin Let's Play. Ciao, ciao.